Sarah Wagenknecht war beim Bericht aus Berlin von der ARD zu Gast und hat dort Zuschauerfragen beantwortet. Naja, ich will gar nicht lange drum rumreden. Schauen wir mal an, was die ARD zu fragen hatte und was für Antworten Sarah Wagenknecht darauf gegeben hat. Fangen wir auch an. Andi fragt, warum musste ihr Name in den Parteinamen? Wäre beispielsweise Aufstehen nicht viel neutraler und besser gewesen? Wir haben darüber auch wirklich lange nachgedacht. Aber neue Parteien haben zum Beispiel ein Problem, dass sie sehr, sehr weit unten auf dem Wahlzettel stehen. Da stehen ganz viele Parteien vorher und der Wähler muss in der Wahlkabine ihn finden. Mein Name ist etwas, das wissen die Leute, das kennen die Leute, da wissen sie sofort, aha, das ist die Partei. Also am Anfang ist das eben einfach ja, damit, um die Partei zu profilieren, auch bevor man ein wirkliches ausgearbeitetes Programm hat. Ich stehe für eine Programmatik. Irgendwann soll sich das allerdings ändern. Also wir werden nicht auf Dauer so heißen, sondern wahrscheinlich bis über die nächste Bundestagswahl. Und dann wird es einen Namen geben, der unabhängig von mir ist, weil die Partei soll ja auch noch lange existieren, wenn ich mich aus der Politik vielleicht irgendwann mal auch dann altersbedingt zurückziehe. Verraten Sie uns schon, wie die Partei dann heißen soll? Das muss man überlegen, das haben wir noch nicht endgültig. Ich hasse solche Fragen. Also was soll sie darauf antworten? Also ja, wie wird Ihre Partei in 2 Jahrzehnten heißen? Ja, keine Ahnung, ob es die dann überhaupt noch gibt. Was ist da eine ehrliche Antwort drauf? Also, es ist doch klar, dass überpersönliche Entitäten wie Parteien, dass das nicht einzelne Personen entscheiden, wie die sich zu entwickeln haben. Ich meine, Wagenknecht versucht ja so gut es geht, Einfluss auf ihre Partei zu nehmen. Aber man sieht doch auch jetzt schon, dass das ein sehr heterogenes, ein sehr plurales Team ist, was sie da zusammengestellt hat. Und da wird natürlich jeder dann seine eigenen Ansichten einbringen. Das heißt, schon in dieser Gründungsphase, wo sie schon sehr stark versucht, Einfluss zu nehmen, schon da hat sie natürlich nicht alles unter Kontrolle, was völlig normal in einer demokratischen Partei ist. Sind, haben wir da noch kein. Und Gerechtigkeit sind so Codeworte. Vernunft heißt nicht so Vogue wie die Linke und Gerechtigkeit heißt Umverteilung. Verstehe ich Sie da richtig? Ja, Vernunft heißt vor allem auch, dass es irgendwie einen Plan gibt, der durchdacht ist, wo eine Maßnahme zur anderen passt, wo auch nicht ideologiegetrieben etwas gemacht wird. Also wenn man sich die Ampelpolitik anguckt, sind doch viele Entscheidungen einfach auch undurchdacht. Und das, glaube ich, nervt die Menschen auch. Sie vermissen Kompetenz, sie vermissen einen Plan. Und Gerechtigkeit, ja, da geht es um die Frage eben einer Gesellschaft, wo gute Arbeit ordentlich bezahlt wird, wo man keine Angst davor haben muss, im Alter arm zu sein, wo Gesundheitseinrichtungen und Pflege nicht nach Renditegesichtspunkten organisiert sind. Das wären ein paar Dinge, die da sehr Okay. wichtig sind. Dann kommen wir wieder in den schnellen Rhythmus mit vielen Fragen. The Night Visitor fragt, hat der Parteiname denn auch was mit Eitelkeit zu tun? Sind Sie eitel? Wahrscheinlich ist jeder Mensch eitel. Also es wäre jetzt fast schon übereitel zu sagen, ich bin's nicht. Aber ehrlich gesagt, es war nicht mein Bedürfnis, jetzt eine Partei nach mir zu benennen. Also das spielt wirklich in der Überlegung keine Rolle. Futurist fragt, welchen Stellenwert sollte Personenkult in der Politik generell haben? Alter. Also ich bin. Diese Fragen, was soll das? Also wir erfahren wirklich nichts. Also es sind solche Fragen, die interessieren vielleicht Hauptstadtjournalisten, aber keinen normalen Wähler. Also wie soll die Partei heißen? Sind sie eitel? Mein Güte, das ist Boulevardberichterstattung. Das ist ja furchtbar, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich hier leistet. Also das ist wirklich meilenweit davon entfernt, wenn man das beispielsweise mal mit einem Interview von Glenn Greenwald oder Marc Friedrich oder wem auch immer vergleicht. Also wenn Wagenknecht bei den alternativen Medien zu Gast ist, dann haben die Interviews eine wesentlich höhere Qualität. Das ist ja unglaublich. Ich bin kein Anhänger von Personenkult. Ich halte das auch für hochproblematisch, wenn es ihn gibt. Trotzdem ist Politik Vor natürlich. allem, was soll sie hier antworten? Ja, ich will der neue Stalin werden. Also was denken diese Journalisten sich? Das ist Personalisiert. Also Politik vermittelt sich herrlich. über Personen. Das ist ja gerade in der heutigen Mediendemokratie fast unvermeidlich. Also viel mehr Menschen beschäftigen sich mit Personen als mit langen Programmen. Das ist objektiv so, ob man sich das jetzt wünscht oder nicht. Christoph fragt, ist BSW eine linke Partei, die der AfD die Themen klaut, oder eine rechte Partei, die ein wenig von der Linken abschreibt? Weder noch. Also ich glaube, die meisten Menschen können mit diesen Labels gar nichts mehr anfangen. Also
nach meiner eigenen Biografie, für mich ist links, dass man sich für die einsetzt, die ansonsten von der Politik vergessen werden, denen es nicht gut geht, die kämpfen müssen, die nicht aus privilegierten Verhältnissen kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Partei und das wird auch ein wichtiger Teil unserer Politik sein. Aber es geht uns eben zum Beispiel auch darum, und da weiß ich gar nicht, welches Label da angemessen ist, unsere wirtschaftlichen Stärken zu verteidigen, unser Mittelstand, der bei der jetzigen Politik unter die Räder kommen kann. Mhm. Es geht um Friedenspolitik. Da ist heutzutage völlig offen, die Grünen sind die vehementesten, die fordern, Waffen in alle Welt zu liefern, in Krisen, in Kriegsgebiete. Ist das links? Also ich halte das für rechts, aber so wird es heutzutage ja oft nicht gelabelt. Okay. Neu reingekommen fragt XLL, nach welchen Kriterien entscheidet das BSW denn, wer aufgenommen wird oder wer auch nicht reingelassen wird? Also zunächst mal natürlich, ob man unsere programmatischen Grundsätze teilt. Und dann werden wir Menschen kennenlernen, also sag mal, dass man sich ehrlich engagiert, dass man wirklich diese Partei voranbringen. Ja, Wagenknecht sagt es gerade, da kann es natürlich keine objektiven Kriterien geben. Sobald man irgend so mechanisiertes Verfahren hat, können das irgendeine Gruppe nutzen, die das BSW unterwandern will. Also ganz einfach, man muss erstmal persönlich entscheiden, wen lässt man in die Partei, damit man eben so eine Unterwanderung ausschließt. Denn aktuell hat das BSW wenige Dutzend Mitglieder. Wenn man da eine kleine, irgendwie organisierte Gruppe in Deutschland von ein paar hundert Leuten findet, dann könnte man diese Partei relativ schnell übernehmen. Also das ist ja auch der neuen Rechten bei der AfD teilweise gelungen. Die AfD hatte zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, schon mehrere 10.000 Mitglieder. Ich meine, die AfD war ja anfangs so eine neoliberale Euroskeptikerpartei, geführt von Bernd Lucke, dann Frauke Petri. Und da ist ja dieser Schnellroder-Flügel unter Björn Höcke, so nenne ich ihn jetzt mal, ist da immer einflussreicher geworden. Sowas will man im BSW halt verhindern, dass da bestimmte Gruppierungen immer mehr Macht um sich scharen und dass es da zig Flügelkämpfe gibt. Ich meine, die AfD hat 4 Parteivorsitzende verschlissen bisher. Das ist ja keine Entwicklung, die das BSW nachahmen will. Oder schaut euch die Basis an. Also was für Flügelkämpfe es da gegeben hat. Und das war nicht mal so eine erfolgreiche Partei wie die AfD. Also das geht relativ schnell und deswegen muss man das von Anfang an vernünftig aufbauen. Dass man nicht nur reingeht, weil man eben ein Mandat hat, weil man vorher in 5 Parteien schon versucht hat, eins zu kriegen. Und dass man auch nicht destruktiv ist. Also junge Parteien ziehen eben sehr unterschiedliche Menschen an. Die man dann auch nicht wieder losbekommt, ne? Ja, das deutsche Parteienrecht ist da auch sehr strikt. Also sonst könnte man das auch viel liberaler handhaben. Aber wenn man einmal ein Mitglied hat, ist das deutsche Parteiengesetz, macht es ganz schwer, sich von diesem Mitglied zu verabschieden. Und wir müssen halt gucken, dass diejenigen, die sich wirklich positiv einbringen wollen, dass sie auch ein gutes Umfeld haben und dass nicht Kreisverbände oder Landesverbände entstehen, in denen das Diskussionsklima die Menschen vertreibt. Das ist ja in manchen Parteien so. Und das wäre natürlich sehr schlecht. Frau Wagenknecht, Ihr Verein Aufstehen war... Ja, damit spielt sie natürlich auf die Linke an und hat absolut recht. Also in der Linken, da hat man ja unliebsame Meinungen totgemacht und dort mittlerweile so eine woke, antideutsche Monokultur eingeführt. Also volle Solidarität mit dem westlichen Imperialismus. Wir stehen alle hinter der Regenbogenflagge. Also sowas darf es beim BSW nicht geben. Und da schreibt gerade einer im Chat, was ich von Herrn Geisel halte. Thomas Geisel. Also ich vermute mal, dass Sarah Wagenknecht zu dem persönlichen gutes Verhältnis haben wird und den deswegen gut einschätzen kann. Denn politisch scheint er diffus zu sein und sogar einige Sachen wie die Agenda 2010 gar nicht mal so schlecht zu finden, den wird man hinter den Kulissen noch mal ökonomisch aufklären müssen oder ihm zumindest mal die Programmatik des neuen Bündnisses da erklären müssen, denn dieses Bündnis, das wird den Neoliberalismus natürlich bekämpfen. Also das wird so ein Unsinn wie die Agenda 2010 rigoros bekämpfen wollen. Auch das deutsche Lohndumping, das war ja das Erfolgsmodell der deutschen Exportindustrie. Das ist ja nichts, was das Bündnis verteidigen kann. Also, dass man da so jemanden wie Herrn Geisel, der da sehr diffuse Ansichten zu hat, in die Partei geholt hat, das wird wohl darauf zurückzuführen sein, dass man den persönlich gut einschätzen kann. Ich meine, Sarah Wagenknecht, oder er hat gesagt, dass er Sarah Wagenknecht schon seit über 30 Jahren kennen würde. Also, ich nehme mal an, deswegen. Ein Flop gewesen. Sie haben gesagt, Zitat, ich habe damals Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. Deshalb meine Frage, was haben Sie denn gelernt? Also was wollen Sie jetzt anders machen oder besser? Ja, Aufstehen sollte ja keine Partei werden. Das wird immer wieder behauptet, das ist aber nicht so. Aber es hat nicht gezogen. Aufstehen war zunächst mal kein Flop. Wir hatten 170.000 Menschen, die sich bei uns engagieren wollten, die sich eingetragen haben. Wir hatten aber überhaupt keine Strukturen. Ich hatte damals die Illusion, eine Bewegung entsteht von unten. Also wenn wir die Menschen rufen, quasi organisieren sie sich von selbst und die Talente setzen sich durch. Und das war eben eine völlige Illusion. Und wir haben jetzt ja auch diese Parteigründung ganz anders vorbereitet. Da ist eine ganz andere Professionalität in dieser Organisation. Trotzdem ist es sehr schwer.
tausende Menschen jetzt zu organisieren, kennenzulernen, Strukturen zu schaffen. Aber wir haben ganz andere Voraussetzungen geschaffen als damals. Also damals habe ich das dem Zufall überlassen. Und deswegen hat sich Aufstehen eben in vielen Bereichen dann auch sehr schnell zerlegt. Nicht überall. Mhm. Es gibt immer noch Aufstehengruppen, die auch sehr, sehr ehrlich arbeiten und sehr, sehr redlich und sehr, sehr engagiert. Aber in der Breite ist Aufstehen eben, hat sich dann leider auch zerlegt. Mhm. Aber nochmal eine Nachfrage, haben Sie auch daraus gelernt, sich eigentlich um alles zu kümmern oder ehrlicherweise auch überall mit die Kontrolle zu behalten? Also Sie sind jetzt Co-Parteichefin, das war eigentlich überhaupt nicht geplant, das sollte Frau Mohamed Ali alleine machen. Und es gibt durchaus SMSen, die uns vorliegen, wo einfach nur steht, sie will das nicht. Da wird schon gar nicht mehr ihr Name genannt, das kann einen adeln, das kann aber auch zeigen, Sie schauen da sehr genau drauf, wer da was macht. Ist das Ihr Verständnis? Also ich wundere mich, welche SMS Ihnen da vorliegen. Mehrere. Also ich habe keine abgeschickt, wo ich einfach nur sage, ich will das nicht. Aber natürlich, ich meine, die Partei ist jetzt auch mein Projekt. Natürlich steht mit meinem Namen dafür. Ich möchte, dass diese Partei ein Erfolg wird. Und Erfolg heißt ja auch Ehrlichkeit gegenüber den Wählern. Also wenn Sie Sarah Wagenknecht nicht wählen, dann muss auch Sarah Wagenknecht nicht drin sein. Also ich habe ja einmal einen Wahlkampf gemacht für die Linke, damals mit Dietmar Bartsch zusammen als Spitzenkandidat. Und direkt nach diesem Wahlkampf wurde ich im Grunde in der Fraktion schrittweise entmachtet. Eine Fraktion, die deshalb zustande kam, weil wir die Wählerinnen und Wähler überzeugt haben, uns zu wählen. Das ist ein Problem gegenüber den Wählern. Und ich finde, so kann man mit Wählern nicht umgehen. Aber es ist keineswegs so, dass ich zum Beispiel die Organisation übernehme. Das kann ich gar nicht gut. Ich habe tolle Menschen gewonnen. Also zum Beispiel Ralf Suikart, den Unternehmer, oder Sherwin Hakschenow, der jetzt stellvertretender Parteivorsitzender wird, die beide großartige Erfahrungen im Organisieren haben. Das sind aktive Unternehmer gewesen, erfolgreiche Menschen in der Wirtschaft, die jetzt in die Politik gehen. Und ohne deren Hilfe und ohne deren Unterstützung hätte ich vielleicht dieses Projekt gar nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, ich schaffe es nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zum BSW und Russland, denn ich habe es eben schon gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Fragen. Werden Sie von Russland bezahlt? Ich bin jetzt gespannt, was für Fragen jetzt kommen. Aber weil Sie Herrn Suikart und auch erwähnt hatten, da gab es ja Fragen, ob Geld aus Russland. Also Geld aus Russland, die Frage kann ich jetzt schon beantworten, bevor sie gestellt hat. Das sind 75 Euro, das ist eine Kleinspende. Von wem genau, weiß man nicht, aber meine Güte, davon wird man jetzt nicht die Arbeit der Partei beeinflussen. Also, was die ARD hier zum wieder insinuieren will, das werden wir gleich sehen. Aber jetzt mal ein kurzes Zwischenfazit. Die ersten 8 Minuten Fragen, die hätte man sich sparen können. Also die hätte man Trost weglassen können und das Interview wäre genauso einbringlich gewesen, wie es sonst war. Also Wagenknecht hat auf die Fragen natürlich vernünftig geantwortet, aber ja. Jetzt sind 8 Minuten Interview weg, wo man interessantere thematische Fragen hätte stellen können. Oder Fragen, wie die politische Strategie des Bündnisses aussehen soll. Oder das nicht an so ein, ja, schablonenartig links oder rechts. Also was ist das für eine dumme Frage? Also, man hätte ja fragen können, mit welchen Parteien schließen Sie Koalitionen aus? Wäre eine ganz klare Frage gewesen. Dann wäre wahrscheinlich gekommen, ja, eigentlich erstmal mit allen, weil keine dieser Altparteien irgendwie zu einem grundlegenden politischen Wechsel bereit wäre. Also das wäre dann die Antwort gewesen. Und dann hätte man vielleicht auf die politische Strategie gehen können. Das wäre die erste Hauptstadtjournalistenfrage gewesen, die ich hier noch für vertretbar gehalten hätte. Aber das war ja nun wirklich gar nichts, was wir hier ja in den ersten 8 Minuten Fragen erfahren haben. Dann fließt Martin, hat uns das auch gefragt. Fließt Geld aus Russland? Hat der BSW Spendengelder aus Russland erhalten? Also nach meiner Kenntnis sind genau 75 Euro eingegangen, die wohl einen Bezug, ich glaube, das kann man an der IBAN sehen, zu Russland haben sollen. Ich finde diese Debatte wirklich befremdlich. Also selbstverständlich werden wir nicht von Russland finanziert, sondern wir werden von ganz, ganz vielen Menschen finanziert, die oft mit Kleinspenden uns unterstützen. In der Summe ist es dann zum Glück so, dass wir bisher doch schon als Startkapital eine gute Summe, eine ansehnliche Summe haben. Es reicht natürlich noch lange nicht für 4 Wahlkämpfe in diesem Jahr. Das muss man leider auch sagen. Politik ist sehr, sehr teuer. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir viele Menschen gewinnen, die jetzt uns auch als Förderer unterstützen, uns regelmäßig Beiträge zukommen lassen. Gerade weil wir bei der Mitgliedschaft ja zunächst mal langsam wachsen, brauchen wir eben die Spendengelder sehr, sehr dringend, um in diesem Jahr erfolgreiche Wahlkämpfe führen zu können. Dann kommen wir jetzt noch zu Russland und kommen dann nachher noch mal zu Ihren Wahlkämpfen und auch zur Europawahl. Aber weil uns da eben einige Fragen erreicht hatten, fragt Jan zum Beispiel, wie steht Frau Wagenknecht heute zu ihrer Aussage vom Februar 2022? Gut, dass jetzt keine Nachfrage mehr kommt. Aber ihr merkt, jetzt ist schon wieder eine Minute weg, wo es um Finanzierung aus Russland geht. Ihr habt gehört, das ist eine oder mehrere Kleinspenden in Höhe von 75 Euro. Ich glaube, aus den USA hat das BSW schon 1.000 Euro erhalten. Also auch
Ja, sind fast alles Kleinspenden, was das BSW bekommt. Also da ist halt nichts mit großer Finanzierung aus der Wirtschaft oder aus Russland oder sonst woher. Da fragt einer, wann reden wir über Gonzalo Lira gleich? Ich habe hier nur Interview zum Eingang gemacht, damit ein paar Zuschauer da sind, wenn wir über Gonzalo Lira sprechen. Hab da einen Zeitungsartikel vorbereitet und wollte den Fall nur kurz vorstellen. Also wir werden jetzt nicht den ganzen Abend über ihn reden, aber ich finde schon, wenn da ein Journalist in ukrainischer Haft stirbt, dann ist das ja schon eine Erwähnung wert. Und er zitiert sie: Wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird, nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Das haben Sie bei Anne Will 4 Tage vor dem Überfall gesagt. Was sagen Sie heute dazu? Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich verurteile diesen Krieg. Ein Krieg ist ein Verbrechen. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dieser Krieg ist nicht deshalb ausgebrochen, weil sich im Kreml jemand daran berauscht, Grenzen zu verschieben oder aus nationalistischen Gründen primär, sondern das hat man ja jetzt auch von verschiedenen Aussagen bestätigt bekommen. Es ging vor allem darum, dass Russland auch im Vorfeld schon immer wieder signalisiert hat, dass sie nicht akzeptieren wollen, dass die Ukraine Teil der amerikanischen Einflusssphäre wird und dass es dort Raketenbasen, Militärstützpunkte gibt. Die gab es ja auch schon vor dem Krieg. Und es ging immer um die NATO-Frage. Und der ukrainische Verhandlungsführer zum Beispiel hat vor kurzem bestätigt, dass bei den Gesprächen in Istanbul, da gab es ja schon mal Verhandlungen im Frühjahr 2022, dass die Russen den Krieg beendet hätten, wenn die Ukraine bereit gewesen wäre, auf eine NATO-Perspektive zu verzichten. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer gesagt. Also es ging immer um diese zentrale Frage. Und ich finde es wirklich unsäglich, dass es diesen furchtbaren Krieg jetzt immer noch nach 2 Jahren gibt, obwohl man hätte hier einen Kompromiss machen können und sehr, sehr viele Menschen, vor allem junge Männer, könnten noch leben. Und jetzt Frau muss man Wagner, ich endlich verhandeln. ja, jetzt, das ist jetzt. Ja, das ist absolut richtig. Also es war anfangs gar nicht russisches Kriegsziel, die Grenzen der Ukraine zu verschieben, sondern man wollte lediglich einen NATO-Beitritt der Ukraine verhindern. Im Frühjahr 2022, ihr habt es gerade gehört, wäre Russland zu einem Friedensschluss bereit gewesen, der eine Neutralität der Ukraine sowie einen Verzicht auf Annexionen vorsah. Aber der Westen hat Druck auf die Ukraine ausgeübt, die Ukraine hat dem nachgegeben, die Ukraine hat ihre Position verschärft, die Ukraine setzt auf einen militärischen Sieg, auf eine Rückeroberung der Krim, was völlig unrealistisch ist, was einem jeder Militär auch sagt und was wir jetzt seit über einem Jahr sehen. Ich meine, wir sehen, dass sich die Frontlinien seit Herbst 2022 so gut wie überhaupt nicht mehr bewegen, wie das einfach nur ein riesiges Gemetzel ist, wo hunderttausende Menschen sterben. Also ja, wir brauchen schnellstmöglichen Kompromissfrieden und die Bedingungen, die die Ukraine heute akzeptieren muss, die sind härter, als sie sie hätte vor fast 2 Jahren akzeptieren müssen. Eben weil Russland seine eigene Position in diesem Krieg verschärft hat, weil Russland jetzt auf die Annexion von 4 ostukrainischen Oblasten setzt. Das war zu Kriegsbeginn noch nicht so. Keine Userfrage, das ist die Frage, Nachfrage an der Stelle von Tina Hassel. Aber Sie fordern ja einen Waffenstillstand. Sie sagen, beide Seiten müssten sich dafür bewegen, auch das Opfer, auch die überfallene Ukraine. Deshalb die Frage an Sie ganz konkret: Auf was sollte denn die Ukraine verzichten, Ihrer Meinung nach? Auf die Perspektive, Teil der NATO zu sein, auf Militärstützpunkte, auf Raketenbasen, auf ihrem Territorium. Das wäre das Zentrale. So hätte man damals den Krieg beenden können. Ob man ihn jetzt noch ohne territoriale Zugeständnisse beenden könnte, weiß ich nicht, weil der Krieg ist jetzt 2 Jahre älter. Die Russen Ja, ich habe es gerade schon gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also die Ukraine wird eine Verschiebung ihrer Ostgrenze hinnehmen müssen. Aber das ist dann eben das Problem der Ukraine und nicht unser Problem. haben sich auf bestimmten Gebieten festgesetzt. Und die These, die man uns immer erzählt hat, wir müssen Waffen liefern, damit sich die Verhandlungsposition der Ukraine verbessert, die hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das Gegenteil ist rausgekommen. Die Verhandlungsposition ist heute schlechter als vor 2 Jahren. Also insoweit, ich weiß nicht, ob man einen Friedensschluss wie damals in Istanbul möglich heute noch hinbekäme. Ich vermute, dass es auch um territoriale Fragen jetzt geht, weil die Russen sich jetzt ja auch, sie haben ja diese Gebiete offiziell annektiert. Aber man muss erst mal reden, man muss erst mal verhandeln, ehe Ja. man weiß, was dabei herauskommt. Ich könnte da sehr lange mit Ihnen jetzt noch drüber
nachfragen, aber bleiben wir bei den User-Fragen, die sich letztlich darum auch drehen. Christian Wiesner sagt, Russland hat das Staatsgebiet der Ukraine vertraglich anerkannt, beispielsweise im Budapester Memorandum von 94. Was lässt Sie hoffen, dass sich Putin, der all das gebrochen hat, dieses Mal an eine Vereinbarung halten sollte? Ja, es sind leider in diesem ganzen Prozess viele Vereinbarungen gebrochen worden. Also es gab auch mal die Vereinbarung, oder in der Verfassung der Ukraine war lange Zeit die Neutralität verankert. Das ist erst nach dem Maidan verändert worden. Dann gab es das Minsker Abkommen. Das hat die Ukraine in erster Linie nicht eingehalten. Also Russland war ja gar nicht hier in der Pflicht, sondern da ging es ja darum, dass die Gebiete, wo hauptsächlich russischsprachige Menschen leben, dass die eine gewisse Autonomie bekommen, dass sie ihre Sprache auch wieder sprechen dürfen. Ja, alles Budapester Memorandum, da hatte der User nachgefragt. Das hat geheißen, die Ukraine verzichtet auf ihre Atomwaffen und dafür wird ihre Sicherheit garantiert, auch von Russland. Das hatte der User ja angesprochen. Ja, also das ist gebrochen worden, natürlich. Und wenn Verträge gebrochen werden, dann ist das nicht akzeptabel. Aber ich sage, das ist nicht das Einzige, was gebrochen wurde. Und wenn andere Verträge, zum Beispiel das Minsker Abkommen, umgesetzt worden wären, hätte es vermutlich diesen Krieg nicht gegeben. Also viele Dinge wurden leider gebrochen. Und jetzt müssen wir einfach mit der Situation umgehen. Wollen wir, dass dort weiter jeden Tag hunderte junger Männer sterben an der Front von beiden Seiten? Oder wollen wir dieses Gemetzel irgendwie beenden? Und das Gemetzel wird nicht dadurch enden, dass wir 100-mal sagen, die Ukraine muss siegen, weil sie offensichtlich nicht siegen kann. Das sehen ja sogar inzwischen die ukrainischen Generäle so. Die Frage ist eben nur, wer entscheidet, wie lange und bis wann gekämpft wird. Aber wir machen einen Schnitt, gehen zu einem anderen wichtigen. Ja, wer entscheidet das? Also wenn es eine militärische Entscheidung geben soll, dann entscheidet sich das daran, bis eine Seite halt nicht mehr kämpfen kann, bis eine Seite wehrlos geworden ist. Und das kann noch Jahre dauern. Die Ukraine blutet zwar demografisch immer weiter aus und wird wahrscheinlich die Seite sein, die zuerst zusammenbricht. Aber wie gesagt, das kann sich noch Jahre hinziehen durch westliche Waffen und Geldlieferungen und vielleicht auch durch die Abschiebung von zusätzlichen Ukrainern, die gerade in die EU geflüchtet sind, oder durch das Anwerben von noch weiteren westlichen Söldnern kann die Ukraine die Front bestimmt noch jahrelang stabilisieren. Also es sieht aktuell, also wenn es ganz schlecht läuft, und wenn der Westen so lange Verhandlungen verweigert, dann ja, wird dieser Krieg auch noch jahrelang weitergehen. Es ist ja gerade das westliche Kalkül, dass die Ukraine die Frontlinie ungefähr halten kann oder vielleicht sogar kleine Erfolge erzielt und Russland dadurch strategisch schwächt. Denn Russland verbraucht dort gerade sein Militärmaterial, Russland schwächt dort gerade seine militärischen Kapazitäten dadurch, dass es diesen Krieg führt. Wenn dieser Krieg endet, dann wird Russland seine militärischen Kapazitäten wieder aufbauen können und dann wird es von der Kriegswirtschaft, die es gerade aufgebaut hat, sogar ein Stück weit profitieren. Und ja, das will die NATO auf jeden Fall verhindern. Die NATO will, dass Russlands gesamte militärische Kapazitäten da in der Ukraine gebunden sind. Punkt, wo wir auch viele User-Fragen zu haben und wo in Ihren vierseitigen Grundsatzprogrammen noch nicht viel zu drin steht, nämlich dem Thema Migration. Holger Kopp fragt, welche konkreten Maßnahmen oder Änderungen würde das BSW beim Thema Migration angehen? Also ich glaube, wir sollten in Deutschland eine Migrationspolitik nach dem Vorbild von Dänemark machen. Dänemark hat es ja erreicht, durch eine Veränderung der Migrationspolitik die Zahlen ganz weit abzusenken. Und im Kern geht es darum, dass Menschen, die kein Anrecht auf Asyl haben, dann auch nicht mehr darauf hoffen können, dass sie hier eine Bleibeperspektive haben und dass sie hier auch soziale Leistungen bekommen. Mhm. Also Dänemark schiebt gar nicht in Größenordnung ab, sondern aus Dänemark reisen die Menschen freiwillig wieder ab, wenn sie kein erfolgreiches Verfahren haben. Natürlich sollte man gleichzeitig etwas tun, dass in den Heimatländern Perspektiven verbessert werden. Weil das wirkt natürlich immer sehr, sehr kalt, wenn man sagt, ja, wir können die Leute nicht alle aufnehmen. Das ist aber die Wahrheit. Wir können die Menschen nicht alle aufnehmen. Ja. Aber wir können wesentlich mehr machen, was vor Ort zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Syrien, eine der größten Migrantengruppen kommt ja aus Syrien, die fliehen nicht vor politischer Verfolgung, die fliehen davor, dass ihr Land... Würden Sie abschieben nach Syrien? Ich finde, dass, also ich meine, in Syrien, der Krieg ist ja zu Ende.
So, das Assad-Regime ist eine Diktatur, das war es aber auch schon früher. Die Menschen kommen nicht, also die bekommen ja überwiegend nicht Asyl, die aus Syrien kommen, sondern sie bekommen den sogenannten subsidiären Schutz. Genau. Der ist aber eigentlich, weil es keinen Krieg mehr gibt, nicht angemessen. Was allerdings der wohl eine Rolle spielt, ist, Syrien wird mit brachialen Wirtschaftssanktionen daran gehindert, irgendeinen Wiederaufbau hinzubekommen. Das heißt, ein Land, das mal im Nahen Osten ein relativ wohlhabendes Land war, ist ins Elend und in die Armut gestürzt. Und natürlich verlassen die Menschen so ein Land. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Menschen nicht mehr herkommen oder wenn wir sie auch nicht mehr aufnehmen, okay, müssen wir diese Sanktionen aufheben und dazu beitragen, dass vor Ort wieder ein gewisser Wohlstand entsteht. Das ist die zweite Seite, die dann dazugehört. Frau Wagenknecht, noch eine Frage, eine konkrete. Was? Hey, dazu kommt jetzt natürlich keine Frage mehr. Ja, Sarah Wagenknecht hat es völlig richtig gesagt. Der Westen hatte Sanktionen gegen Assad erlassen, um ihn zu stürzen. Das hat zum Glück, muss man sagen, nicht funktioniert, denn sonst wären in Syrien irgendwelche islamistischen Terrorbanden wahrscheinlich an die Macht gekommen. Also man denke da an den Islamischen Staat, an den Al-Qaida-Ableger Al-Nusra Front. Also das wären dann wahrscheinlich die Herren in Damaskus gewesen, wenn Assad gestürzt wäre. Und jetzt hält der Westen diese Sanktionen halt aufrecht, um Wiederaufbau zu verhindern, um Syrien halt dauerhaft geschwächt zu halten, wenn schon kein Regime-Change möglich ist. Die USA halten auch die syrischen Ölquellen besetzt, damit das Land eben keinen Zugriff auf die Öleinnahmen hat und klauen das Öl und transportieren es dann in den ebenfalls von US-Truppen besetzten Irak ab. Was halten Sie von Asylverfahren außerhalb der EU? Stichwort Ruanda-Modell. Ich halte das für sinnvoll. Also ich halte Asylverfahren in Außengrenzen und in sicheren Drittstaaten. Da wird nun immer Ruanda genannt. Ich meine, für Menschen, die zum Beispiel aus Syrien kommen, ist es natürlich völlig unsinnig, in Ruanda Verfahren zu machen. Oder die aus Afghanistan kommen, jetzt, um mal die Gruppen zu nennen, wo die meisten herkommen. Aber es ist doch jetzt nicht, es ist doch einfach nicht sinnvoll, dass Schlepperbanden darüber entscheiden, wer überhaupt in die EU kommt und wer dort einen Asylantrag stellen kann. So ist es ja heute. Das heißt, wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass die Menschen, die verfolgt werden und die vielleicht das Geld für die Schlepper gar nicht haben, dass die einen Anlaufpunkt in ihrer Nähe haben, um ein solches Asylverfahren zu stellen. Deswegen bin ich dafür, solche Verfahren zu ermöglichen. Das muss natürlich dann, das braucht ja eine Infrastruktur, damit dort rechtsstaatliche Verfahren auch wirklich stattfinden können. Aber wenn das gewährleistet ist, dann wäre das viel besser als das jetzige System. Frau Wagenknecht, wir haben fast 20 Minuten schon den Nachbericht gemacht. Viele Fragen können wir jetzt auch gar nicht weiter aufnehmen. Wichtige haben wir besprochen. Vielleicht noch eine wichtige Wahl, ein wichtiger erster Test für Ihre neue Partei ist ja die Europawahl. Vorausgesetzt mal, Sie werden da erfolgreich sein, werden einziehen ins Europaparlament. In welchem Fraktionsgruppe wollen Sie sich da einfinden? Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich bisher gibt es ja sozusagen, es gibt die Linksfraktion, es gibt die Sozialdemokratie, es gibt allerdings auch Parteien, die eher dazwischen sind, mit denen auch teilweise schon Gespräche laufen. Wir wissen gar nicht genau, welche Fraktionen sich im nächsten Europaparlament bilden werden. Also auf der Linken ist ja europaweit einiges in Bewegung. Also einmal gibt es eben diese eher woke, radikale Linke. Es gibt aber eben doch Parteien, die auch ein ähnliches Profil haben wie wir. Zum Beispiel? Ich hoffe, dass wir dort, ja, La France Insoumise in Frankreich. Ja, absolut. Also man kann nur hoffen, dass diese bisherigen europäischen Linken, also die so wie die Linkspartei sind und auch die europäischen Sozialdemokraten, die so sind wie die SPD, dass diese Fraktionen sich auflösen und sich da etwas Neues bildet, was Europa in eine vernünftige Richtung führen kann. Also dass Parteien, die so ähnlich sind wie die Wagenknecht-Partei, sich überall in Europa zusammenschließen. Also Wagenknecht nennt hier gerade Mélenchons Partei in Frankreich, dazu jetzt Fizos Partei in der Slowakei. Also da gibt es ja einige, die relativ vernünftige Ansichten haben. Aber auch in den nordischen Ländern gibt es solche Parteien, die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Also, sag mal, das ist nicht identisch mit uns, aber es gibt da zumindest gewisse Anknüpfungspunkte. Und ich hoffe, dass wir dort mit diesen Kräften eine eigene Fraktion auch erreichen können, weil es natürlich bei denen, die jetzt in der Linksfraktion im Europaparlament sind, da gibt es schon auch gravierende Differenzen. Mhm. Also, ich hoffe, dass wir eine Fraktion auch am Ende haben werden, die in etwa so das vertritt, wofür wir stehen.
Und letzte Frage, aber auch mit Blick auf Wahlen danach, mit dem. Das ist ein sehr, sehr, sehr vielversprechendes Statement. Denn es zeigt, dass man einen neuen metapolitischen Kurs einschlagen will. Dass man auch in Europa nicht nur irgendwie irgendwelche Bündnisse mit Linksparteien sucht, sondern dass man wirklich einen geschlossenen Block mit ähnlichen, ich sage jetzt mal so linkskonservativen, linksnationalistischen, nennt es wie ihr wollt. Es ist mir relativ egal, wie man das jetzt labelt, Positionen hat, der ja einerseits das Subsidiaritätsprinzip auf europäischer Ebene wieder einhalten will, also bestimmte Entscheidungen auf die Ebene der Nationalstaaten rückverlagern will und das andererseits eine Demokratisierung der EU anstrebt. Dass also solche Institutionen wie das Europaparlament nicht abschaffen will, wie es beispielsweise einige Rechte fordern, sondern dass sie eben stärken will und dafür Institutionen wie die EU-Kommission schwächen will. Schwung wollen Sie ja in die Landtagswahlen in diesem Jahr. Wollen Sie, denn da gab es ja unterschiedliche zuletzt Äußerungen. Werden Sie in allen drei Bundesländern, in denen gewählt wird, auch antreten? Also nicht Sie, aber Ihre Partei. Also ich gehe davon aus, dass die Menschen das erwarten und deswegen müssen wir das schaffen. Natürlich müssen wir dann jeweils in jedem Land Listen von, ich glaube, 20 bis 40, also das unterscheidet sich ein bisschen nach den Prognosen, die wir haben, kompetenten Persönlichkeiten haben. Also natürlich werden wir nicht irgendwelche Leute auf die Listen sammeln, damit wir um jeden Preis antreten. Ich gehe davon aus, nach jetzigem Stand, dass meine Güte, es gibt genug schlaue Leute in diesem Land und die Landesverbände, die werden die schon zusammensammeln, wenn man erstmal Landesverbände aufgebaut hat. Also das sollte man sich jetzt auch nicht zu verrückt machen lassen. Dass wir antreten. Also besonders eilig ist es ja bei den drei Landtagswahlen im Osten und da hat Wagenknecht ja schon angekündigt, dass man da antreten will, wenn man es bis dahin geschafft hat, Landesverbände aufzubauen. Werden in allen drei Ländern, weil selbstverständlich wir uns auch nicht, also ich möchte ja auch nicht die Menschen enttäuschen und sehr viele erwarten, dass wir dort antreten. Ja. Ich frage nur nach, weil Ihre Co-Parteivorsitzende zuletzt gesagt hat, ja, vielleicht sind es auch nur in zwei Landesverbänden, in zwei Landtagen treten wir nur an und dann haben Sie gesagt, nee, in allen dreien, also deshalb frage ich nochmal nach. Solche Spekulationen sind dumm, sowas macht man intern. Sie hat lediglich gesagt, dass selbstverständlich wir nur unter bestimmten Voraussetzungen antreten. Eben zum Beispiel, dass wir kompetente Menschen haben, auch Menschen, die in dem Land auch vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir das schaffen und dass wir diesen Punkt auch erreichen. Und verraten, wen Sie da noch rüberholen oder Sie sagten, ja, warten Sie doch mal ab, wen wir da noch gewinnen können. Nennen Sie uns noch einen Namen, eine Überraschung zum Ende? Also ich bin mit vielen Menschen im Gespräch. Ich würde so etwas niemals den Öffentlich-Rechtlichen verraten. Sowas sollte man, wenn überhaupt, im eigenen Vorfeld durchstechen oder es halt direkt auf eigenen Plattformen, auf einem eigenen YouTube-Kanal verkünden. Sowas sollte man auf keinen Fall den Öffentlich-Rechtlichen weder in einem Interview sagen, noch irgendwie durchstechen. Also diese Medien, das habt ihr gerade in dem Interview gesehen. Also das Interview wurde gerade noch relativ zivilisiert geführt, weil es hier Zuschauerfragen war und die Journalistin sich selber nichts ausdenken musste. Aber wie hier Wagenknecht in die Nähe von Russland gerückt wurde, also solche Fragen, das wird Wagenknecht jetzt natürlich auch nicht machen, sollte man dem Öffentlich-Rechtlichen auf keinen Fall beantworten. Einfach, weil es einem eine nicht wohlgesonnene Plattform ist. Und wenn man denen halt solche neuen Informationen gibt, dann stärkt man sie damit indirekt. Es kommen ja jetzt auch erst viele. Ich meine, wir sind jetzt eine Partei, die ist gerade mal noch nicht mal eine Woche alt. Und es melden sich einfach auch Menschen, interessante Leute, die man gar nicht, teilweise noch gar nicht in der Politik kannte, die vielleicht aber auch in anderen Parteien wichtige Ämter hatten. Und ich denke, dass sich da schon vieles zusammenfinden wird. Aber man kann nicht vorab Namen in die Öffentlichkeit bringen, solange solche Gespräche nicht abgeschlossen sind. War ein Versuch wert. Danke nach Saarbrücken. So. Das war das Interview, ihr habt es gesehen, es war nicht ganz so schlimm, wie man befürchten konnte, aber halt, ja, zum zweiten Teil ist es inhaltlicher geworden, da konnte Wagenknecht inhaltlich auf das eingehen, was sie wollte. Also wie gesagt, ich bin vom Öffentlich-Rechtlichen wesentlich Schlimmeres gewohnt, dass das hier noch relativ gesittet ablief, ist wohl darauf zurückzuführen, dass es Zuschauerfragen waren. Auch dieses Insinuieren einer Nähe zu Russland war ein bisschen seltsam, diese, ja, dass man Wagenknecht so ein bisschen versucht hat, in die rechte Ecke zu rücken. Wie gesagt, vom Öffentlich-Rechtlichen bin ich schon viel, viel Schlimmeres gewohnt. Da war das hier noch relativ vernünftig gegen. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich meine Erwartungen so weit abgesenkt habe. Ich weiß es ja nicht.